Hallo liebe Freunde, ich will euch für zwei Themen begeistern. Thema Nummer 1, die autogerechte Stadt, die Fotos von Fritz Mittelstädt, geniales Material. Schaut euch diese Fotos an und ich frage euch, könnt ihr es hören, wie es in dieser Straße abgegangen ist und könnt ihr es riechen, wie es damals in dieser Straße war? Nutzt dieses Material positiv, da steckt ganz, ganz, ganz viel Musik und auch Geruch drin in diesen Fotos von der Bahnhofstraße Anfang der 60er Jahre. Das andere Thema, die Saargeschichte 1935, nach der Abtrennung des Saargebietes, nach dem Ersten Weltkrieg, kam diese Volksabstimmung am 13. Januar. 90%, über 90% der Bevölkerung wollten zurück zu Hitlerdeutschland. Diese Fotos zeigen eine nationalistisch aufgeladene Stimmung, eine Gesellschaft, die sich hat manipulieren lassen, geradezu vorauseilend Gehorsam zeigt. Das ist Material, das natürlich mit einem sehr dunklen Kapitel von Saargeschichte und deutscher Geschichte umgeht. Es lohnt sich, es zu bearbeiten. Es lohnt sich im Kontext von Erinnerungsarbeit und historischer Bildungsarbeit kreativ bearbeitet zu werden. Macht was draus!